Ja, ich bin hier zu Besuch bei unserem Projekt auf den Philippinen, auf der Insel Samar in der Gemeinde Mercedes. Und zwar ist es ein Demo-Farm-Projekt, was wir hier machen. Nach dem Taifun im November 2013 haben ganz viele Menschen hier ihre Existenzgrundlage verloren. Und Ziel unseres Projektes ist es, den Menschen neue Einkommensmöglichkeiten zu geben. Und dazu haben wir eben dieses Demo-Farm-Projekt hier aufgebaut. Das läuft seit Mai diesen Jahres. Und ich spreche zusammen mit Kurt Behringer von Amort, unserem lokalen Partner, der das Projekt hier in Mercedes aufgebaut hat für uns. Und ja, meine erste Frage ist, wie war das, wie hat das der Taifun das Leben der Menschen hier verändert? Total. Alle Einkunftsmöglichkeiten waren weg. Alle Gerätschaften, alle Feldfrüchte, die ganzen Ernten waren zerstört. Und was das Schlimme war, hier herrschte eine Kokosmonokultur und 90% der Bäume waren also weg und haben also kein Einkommen mehr geliefert. Und die Leute mussten also bei Null anfangen. Jetzt ist die Schwierigkeit, einen neuen Kokosbaum zu pflanzen, dauert 7 oder 8 Jahre. Das heißt, keine Einkommensmöglichkeit für die nächsten 8 Jahre. Also wir mussten uns was Neues einfallen lassen. Das machen wir jetzt im Prinzip mit dieser Demo-Farm. Was können die Menschen oder für wen ist das erstmal gedacht, dieses Projekt? Und was können die Menschen hier lernen? Demofarm ist eine Modellfarm, in der alle nötigen Implemente geschaffen werden oder produziert werden. Das heißt, wir produzieren Humus, wir kompostieren, wir machen Dünger auch, der verteilt wird dann an die ganzen Farmer. Wir betreuen also insgesamt 600 hier in dieser Gemeinde Mercedes und dann nochmal 2000 in der Nachbargemeinde. Das heißt, wir wollen durch die Produktion von kompostiertem Humus und auch den Farmen Pflanzenschutzmitteln, Schutzmitteln, ja, wollen wir den Farmen helfen, wieder ihre Produktion anzufangen, die schon läuft, zu steigern, ihr Einkommen auch zu verbessern natürlich, weil sie Schwierigkeiten haben, immer noch zu überleben. Und ich denke, das Projekt ist großartig, um diesen 2600 Familien wieder zu ihrem regulären Einkommen zu verhelfen. Welche Pflanzen zum Beispiel werden hier angebaut oder werden hier ja gezüchtet, sage ich mal? Also vorher gar keine. Außer Kokosnuss gab es also überhaupt keine Produktion. In der Zwischenzeit haben wir schon eine Diversifizierung von Pflanzen anregen können. Das heißt, alles, was hier konsumiert wird, wird angebaut in der Zwischenzeit. Wir empfehlen aber auch Pflanzen, die besonders geeignet sind, Taifune zu Ja, überstehen. was wäre das zum Beispiel? Das wäre zum Beispiel Erdnuss, das wäre Ananas, das wäre zum Beispiel wie sagt man im Deutschen, Karotten und also Mohrrüben und Kartoffeln, süße Kartoffeln, Speisekartoffeln, alles was unter der Erde wächst, aber auch viele Cashcrops, wie zum Beispiel Ginger, wie sagt man, Ingwer, Ginger, Ingwer, ja, genau. Ingwer. Und das wird also sehr gerne angenommen, weil es bringt guten Ertrag. Lässt sich gut verkaufen, lässt sich auch länger halten, ist länger haltbar und bringt dann ein faires Einkommen. Also ich meine, es hat viele Vorteile und die Farmer machen also gerne mit und es ist zu ihrem Vorteil, sie merken jetzt schon einen großen Unterschied. Gut. Wir haben hier auf dem Projekt sehen wir auch, dass dass es ein Trainingscenter geben wird. Das ist jetzt, sieht man hier so ein bisschen am Rand. Das ist noch alles in der Aufbauphase. Es geht ja in dem Projekt auch darum, Jugendliche zu unterstützen.
wie können erstmal welche Jugendlichen werden unterstützt und dann auch nach welchen Kriterien werden die zum Beispiel ausgesucht und wie wird das Trainingscenter genutzt, was machen wir da für die Jugendlichen? Ja, wir haben uns festgelegt auf eine Altersstufe zwischen 16 und 21 Jahren. Das sind alles Dropouts, das heißt Schulabgänger, die keinen Schulabschluss haben, die also kaum Anstellungschancen haben in der Zukunft. Ja. Und wir geben denen auf der einen Seite sogenannte Soft Skills, das heißt Lebenserfahrungen mit, die ihnen Kontakte, aber auch Public Relations alles erleichtert. Das heißt, zum Beispiel Computer Skills, ja, obwohl sie keinen Schulabschluss haben, aber das ist das, was sie wirklich interessiert. Mhm. Wir geben auch ihnen eine praktische Ausbildung in Landwirtschaft und die können also über 2 Monate mit unseren Bauern arbeiten, können sich auch spezialisieren auf Tierhaltung oder Milcherzeugung oder spezielle agrarische Sektoren. Und wir bieten aber auch berufsschulartiges Training an, was aber nicht jetzt mit theoretischem Unterricht begleitet wird, sondern rein praktisch ausgerichtet ist. Wir hoffen also an die 80 oder 120 Jugendliche an eine berufliche Ausbildung heranzuführen, die dann sie befähigen wird, auch reguläres Einkommen zu erhalten. Ja. Die Schule wurde nicht abgebrochen, weil sie zu dumm sind, sondern weil sie eben in der Landwirtschaft gebraucht wurden, als Kinder noch. Und sie also keine Möglichkeiten hatten, die Schule abzuschließen. Ja, okay.